Hallo Leute, hier ist er, euer Movie Connection und ja, heute präsentiere ich euch ein fettes Unboxing-Video. Ich habe mir mal gedacht, so zu Weihnachten tun wir was Gutes, so was ist mir quasi, bin ich mir selbst wert und ja, da seht ihr jetzt einfach mal den fetten Haufen, den ich so bestellt habe über Amazon, eBay und auch teilweise Filme über Mediamarkt oder sonstige örtlichen Läden gekauft. Und dann fangen wir einfach mal an. Fangen wir mal damit an. So, dann bin ich mal nicht mehr gespannt. Und was haben wir hier? Die 3-Disc Limited Edition Stadt der Gewalt. Natürlich Uncut von Jackie Chan. Und Film ist klasse und war auch recht günstig über Amazon zu erhalten. Ja, und nochmal hinten. Ganz nett. So, dann wie gesagt, meine gekauften DVDs oder Serien über die einzelnen örtlichen Einzelhandelsläden. Und da haben wir nochmal, hatte ich nochmal verdammt viel Glück, denn ich war ja auch bei Amazon, wie gesagt, kräftig am Stöbern und Kaufen. Und da habe ich schon gesehen, dass Walking Dead diese Collector's Edition schon bei 78 Euro liegt. Und ich habe hier so, bei uns haben wir hier so einen Laden, da gammeln die Klamotten echt ewig rum und kosten immer noch dasselbe wie zu Anfangs. Und dann habe ich mir das Teil einfach mal für 25 Euro gekauft. So, dann, ja, Al Pacino Scarface in einer wirklich fetten und schönen und atemberaubenden Steelbook. Ich finde die verdammt schön. Und natürlich auch hier wunderbar gelöst und ja, der Film ist klasse, ein absoluter Klassiker. Also bei dem Film komme ich immer wieder ins Schwärmen. Werde mir definitiv auch noch die Holzbox dazu holen. Und wie gesagt, ein klasse, klasse Film. Und auch haben sie wirklich verdammt, also wirklich sehr gut gelungen. Dieses Steelbook finde ich verdammt schick. So, das habe ich auch, wie gesagt, beim örtlichen Laden gekauft. Clone Wars, die komplette zweite Staffel. In der Collector's Edition finde ich auch klasse, wie sie das hier gelöst haben. Das ist quasi auch ein Booklet dabei und dann haben sie hier einfach nochmal ein Heftchen drin. Sieht echt verdammt, also wirklich toll gelöst, gefällt mir total und ja, das für 30 Euro kann man ehrlich gesagt nicht meckern und ja, klasse, schönes Teil. Auf Blu-ray, wirklich schön. Und das habe ich in der Videothek mir dann doch noch geholt. Jetzt ein bisschen teurer als jetzt woanders, aber der Film, also das Geld hat sich einfach ausgezahlt. Den Film natürlich auch sofort zu Hause angeschaut und ich muss sagen, klasse. Also geht schon dem Martyrus oder sonstiges sehr nah. Was die Psyche angeht, was die Brutalität angeht, ist jetzt nicht so heftig, aber wie gesagt, was die Psyche angeht, ist der Film echt klasse. So, wo greife ich jetzt mal hin? So alles so, ne? So, schon hier recht klasse, so, ne? Guck ich schon so ein bisschen so ins Grubeln. So, da haben wir die Limited Disc Edition, Collector's Edition, das Waisenhaus. Jetzt wundert ihr wahrscheinlich, warum ist die Folie nicht drüber. Das habe ich gebraucht gekauft über Marketplace von Amazon. Da bekommt man die Sachen einfach noch einen Ticken billiger als neu und ich sag mal, das habe ich, da stand jetzt wie neu drauf und ich würde sagen, da kann man sich auch in keiner Weise beklagen. Das sieht echt noch schick aus, also da sieht man kaum Gebrauchsspuren. Ja, ist auch noch hier auch sogar noch das Poster vorhanden, ne? Quasi das Cover und das sieht echt klasse aus und ja, also wurde mir auch wärmstens empfohlen und ich finde das echt schick, hat auch einen netten Stoff hier. Also, klasse. Sieht echt klasse aus. So. Dann gehen wir einfach mal weiter. Und was haben wir hier? Dim, 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 dim. The Fall. Auch als Mediabook. Über diesen Film. Ich habe ihn sehr oft in irgendwelchen einfach Werbung von gesehen. Und war immer heiß auf diesen Film. Und wusste eigentlich auch nicht, dass man den jetzt hier so schnell bekommt. Und warum, ist ja egal, ist nebensächlich. Auf jeden Fall, diesen Film habe ich auch bei Amazon bekommen, auch recht günstig. Und das für eine 3-Disc Limited Collector's Edition als Mediabook kann man einfach nur wärmstens weiterempfehlen. Ich glaube, ich habe 13 Euro ausgegeben. Und klasse, wirklich klasse. Und den werde ich mir auf jeden Fall auch in naher Zukunft anschauen. Und ja,
Klasse, klasse. Sieht auch, finde ich persönlich auch schick aus. So, und ich habe mir ja, ihr wisst es ja noch nicht, aber ich habe mir jetzt über mein, wer ja mein Overview kennt, der weiß, ich habe ja bis dahin immer eine Box gehabt, noch die Boxen, und jetzt habe ich mir noch zwei Regale angeschafft. Und deswegen auch dieser, sage ich jetzt mal, Großeinkauf. Und das wollte ich jetzt einfach mal voll machen mit Special Edition. Auch natürlich Filme, nicht nur voll machen, natürlich die Regale, auch Filme, die mir gefallen und die mir einfach in der Sammlung fehlen. Und ja, da habe ich natürlich auch bei Hellboy zugegriffen, war auch recht günstig zu ersteigern. War auch über Amazon, natürlich über einen Privathändler. Und so an sich sieht es auch noch wie original verpackt aus. Das Einzige, wo ich jetzt halt ein bisschen traurig über bin, klar, quasi als Sammler, ist, hier ist ein Riss. Und naja, also ich sag mal, ist jetzt nicht so klasse. Aber, na gut, ich sag mal, für das Geld, was ich dafür jetzt ausgegeben habe, kann man es verschmerzen. Und ich finde die Box einfach super klasse. Und, also, klasse, klasse. Also, die sieht wirklich schick aus. Ja, auch nochmal Rückseite, was dann inbehalten ist. Und, also, für 13 Euro, glaube ich, habe ich sie auch gekauft. Also, kann man absolut nicht meckern. Und, ja, bin auch echt froh, dass ich die noch so günstig bekommen habe. Echt wirklich super schick. So. Ah ja. Ja. Ey, Wolf Flater 2 in auch als in der natürlich die Limited Edition im Mediabook. Und ich habe ja Predators die neueste. Und jetzt habe ich gedacht, komm, fängst du auch mal jetzt die Sachen an zu sammeln, weil ich finde die auch sehr schick und sind auch noch sehr günstig zu bekommen. Und ja, also. Auch mal wieder in meinen Laden, wo die Dinge da einfach rumfliegen für den Preis von 19 Euro. Wobei aber Amazon schon bei 37 Euro liegt, der Preis. Und da kann ich mich einfach nicht beschweren. Schick, schick. So. Jetzt gehen wir zum nächsten. Ja! El Super Bisto! Yeah, Leute! Diesen Film habe ich jetzt vor kurzem angeguckt und ich muss sagen, klasse, klasse. 5 Euro hat mir der Spaß jetzt hier gekostet. Da kann man nicht meckern. Blu-ray, El Super Bisto geschrieben und auch gedreht hat Rob Zombie diesen Film und der ist einfach klasse. Viel Titten zu sehen, viel Spaß, viel Action und einfach sehr viel Humor. Also alles drin, was man sich so vorstellen kann und das für 5 Euro. Super klasse. Die Stimme auch noch von Oliver Kalkhoven, also wirklich klasse, klasse, super geil. Und dann habe ich noch Hangover 2 mir geholt im Blu-ray, den habe ich bei Amazon bei den Adventskalender ersteigert. Das hat mir jetzt auch 9 Euro gekostet und ich sag mal 9 Euro für eine erst neu erschienene Blu-ray kann man absolut nicht meckern, bin ich echt glücklich drüber und das ist völlig in Ordnung für 9 Euro. Ja, Leute, ich glaub's nicht, so schnell geht das. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Päckchen angekommen. Aber ich kann euch versprechen, da wird noch so einiges kommen. Aber ich konnte jetzt einfach nicht mehr abwarten, irgendwie die Päckchen zu sammeln. Und weil ich möchte die Filme jetzt auch mal naheliegender Zeit mir anschauen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt Max Maus. Und hier X-Men Origins Wolverine, die Extension Limited Edition mit den zwei Figuren. Ja, klasse. Ich weiß nicht so jetzt, was mit den Figuren ist. Das habe ich mir jetzt auch gut, die Figur an sich, auch doch, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. So ein bisschen, ich dachte, die ist nicht so liebevoll gemacht worden. Aber ich sag mal, das ist doch ganz nett. Das haben sie doch gar nicht mal so schlecht hinbekommen, die beiden Figuren. Gut, ihn. Ja. Klasse. Auch original verpackt. Klasse, klasse. Und ja, also kann ich meckern. Und ja, ich würde sagen, das war's einmal wieder von mir. Ich stelle jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen auf, damit ihr so nochmal einen kleinen Überblick habt.
was ich mir denn heute so alles ersteigert oder gekauft habe an den einzelnen Läden. Also muss ich persönlich schon sagen, da werde ich das jetzt teilweise selbst ein bisschen neidisch. Also so, es sieht echt nicht schlecht aus. So, ja, kann ich mir zufrieden sein. So, alles so, das ganz begehrt, würde ich sagen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Movie Connection. So Leute, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und fröhliche Weihnachten und lasst euch auch so reichlich beschenken wie ich, würde ich jetzt mal behaupten. Einmal nach da gucken, habe ich mir gerade auch noch besorgt. Oh, jetzt denke ich, habe ich genug Geld ausgegeben. Ciao, bis zum nächsten Jahr.